Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Astrid von Papieroase, euer kreativer Chaoskopf. Ich habe einen wichtigen Klopper fertig. Ihr seht, er poppt ein bisschen auf. Ist normalerweise ja nicht so schön beim Album. Ja, aber ich wusste auch nicht, dass es so dick wird. aber ich hatte da ein bisschen Spaß. Jetzt sind noch nicht mehr Fotos drin. Also ich bin gespannt, wie es dann mit Fotos ist. Ja, aber Hauptsache man hat Spaß gehabt beim Basteln. Die Bindung an sich, ich habe das nicht mitgefilmt, weil das ist das gleiche Album, wie ich schon mal gemacht habe. Gleiches Prinzip, anderes Format ein bisschen und halt innen ein bisschen dekoriert anders. Ich habe hier eine Bordüre, weil es mir passiert ist, dass mir das Cover ein bisschen zu kurz war. Ihr seht ja, wie viel das rausragt und die Seiten waren da beim Zuklappen über dem Cover, da musste ich mir was überlegen und habe mir gedacht, da mache ich einfach so eine Borte hin, dann ist das auf jeden Fall verdeckt, deswegen sind die relativ bündig auch die Seiten. Gut, also wie gesagt, das Album gibt, wenn ich dran denke, dann verlinke ich euch das. Ich blätter es mit euch deswegen durch, damit ihr vielleicht ein paar Ideen auch sammeln könnt, was ihr in euer nächstes Album reintut. Es ist jetzt nichts Aufregendes und nichts Extravagantes, aber ja, ich schaue mir solche Videos durchaus auch ganz gerne mal an und mache dann so meine eigenen Ideen mit der Inspiration aus den Videos. Am Deckel habe ich einfach, Fotogrößen habe ich meistens auf 9x13 gemacht, aber dann bin ich irgendwann mal übergegangen und habe dann auch Größen gemacht, wo ich mir gedacht habe, okay, jeder hat Fotos, wo man irgendwas wegschneiden kann. Es sind nicht immer diese Standardgrößen, die es gibt. Und deswegen habe ich gerade bei solchen Dingen dann einfach mal Größen genommen, die halt einfach so gepasst haben, damit so ein Streifen jetzt mal ausgefüllt ist. Genau, hier mit Magnet zum Befestigen. Dann habe ich mal was mit Herz. Das wird zwar ein bisschen schwierig, da jetzt ein Foto reinzukriegen, wahrscheinlich. Mal schauen. Einfach eine Tasche. Da gehen jetzt wahrscheinlich nicht mehr wie ein, zwei Fotos rein. Ich habe jetzt nichts gemacht, wo dann auch noch, Spiel gehabt hätte, dass man da echt viele Fotos reintut. Irgendwann, denke ich mal, wird so ein Album auch dann das Ganze nicht mehr aushalten. Dann hier so Fotomatten, die zum Klappen sind, auch mit Magnet verschlossen, ganz einfach. Hier dann so ein kleines Foto mit drei Herzchen, wo man dann ein bisschen was dazu schreiben kann. Ich habe solche Klappseiten. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist, ich habe da immer so Taschen. Und da habe ich jetzt noch keine Fotomatten gemacht, weil ich denke mir mal, dass ich da auch keine Fotomatten machen werde. Sonst wird es noch schwerer. Man kann da einfach mal so ein Foto reinstecken. Hier wieder eine normale Tasche mit einem Foto vorne. Hier so ein bisschen mit Deko. Ich bin bei 57 Fotos stehen geblieben beim Zählen. Da hatte ich jetzt die noch nicht dabei und die da hinten sind auch noch welche im Deckel. Also es gehen weit über 60 Fotos da rein, ohne die zum Stecken. Hier so eine Banderole zum Reinschieben mit einem Foto. Hier eine Tasche wieder mit Herz. Hier mal so ein bisschen dekoriert. Das kam mir dann später, dass ich einfach auch mal diese Journalkarten, weil ich habe da so ein Papierset, dass ich das mal nehmen könnte, um so eine Seite zu gestalten. Hier mal was zum Klappen. Dann mal was mit einer Schräge drinnen. Muss ja nicht immer diese schnurgeraden Taschen sein. Na, geh halt. Hier auch. Wieder so eine Fotomatte. Hier auch mit Magnet verschlossen. So einfach mal so ein bisschen, einfach nur Deko. Und hier dann die Fotos. Hier so zum Schräg reinschieben, da habe ich jetzt mal dieses Papier rein, kann man auch hinten was draufschreiben oder hinten dann ein Foto draufkleben. Tasche, Tasche, kleine so Kuverts, das sind dann solche, kann ich euch kurz zeigen, solche Labels drinnen, wo man auch was draufschreiben könnte. Hier auch wieder.
Und dann haben wir hier was. Tasche. Genau, und dann hier noch mal so Foto und hier hinten was zum Schreiben. Da ist Magnet drinnen, dass es nicht so leicht rausrutscht. Genau. Ja, das war's schon. Also ganz kurz ein bisschen mit euch das durchgeblättert. Ja, ich hätte jetzt, ich wusste ja nicht, dass das so dick wird. Und von daher hätte ich natürlich den Buchrücken jetzt breiter machen können. Ja, hätte. Ist jetzt so, ist eh selten bei mir, dass mir ein Album wirklich oder ein Journal so aufploppt. Ist jetzt so und fertig. Außen ist hier Buchbinderleinen. Designpapier. Ich wollte auch einfach mal mein Designpapier wegbekommen. Ihr seht ja auch, am Anfang habe ich noch gar nicht so dick gearbeitet. Hinten kamen dann so ein bisschen die Ideen. ja, genau. Vielleicht konntet ihr euch ein paar Inspirationen da jetzt rausziehen und für euer nächstes Album mit einplanen. Ja, ich habe jetzt so viele Reste, sind es jetzt gar nicht mehr geworden vom Designpapier. Das Blaue gehört dann nicht dazu. Das Herz glaube ich auch nicht. Da werde ich mir ein Patchwork neues Papier machen, habe ich überlegt. Weil das sind zwar teilweise gute Stücke, große. Das sind jetzt alles kleine, die großen habe ich so ziemlich verarbeitet bekommen. Ich finde es immer schade, die wegzuschmeißen, aber ich weiß, wenn ich sie aufhebe, liegen sie einfach in dieser Kiste drinnen und niemand schaut die jemals wieder an. Denn immer wenn ich ein neues Album mache, habe ich ja wieder einen neuen Papierpack, den ich benutze und aus dem entstehen ja wieder Reste. Also von daher, warum soll ich die alten da wegkriegen? Also bei mir klappt das auf jeden Fall definitiv nicht. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach ein neues Papier draus. Und ja, da zeige ich euch dann einfach das Resultat. An der Stelle sage ich danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.